Einen wunderschönen guten Morgen und recht herzlich willkommen zurück zu einem neuen Livestream meinerseits. Ich bin immer noch der Master Zapper und heute zum Sonntagmorgen machen wir wieder eine geile Fallstudie. Mit dabei ist niemand, weil ERP-Systeme kacke sind. Aber das spielt ja auch keine Rolle. Prinzipiell ist das hier alles kein Problem. Ihr erinnert euch, ich habe euch letztens davon erzählt, dass ich bei einer Fallstudie so geraged habe, dass mich das dazu inspiriert hat. Oder das kann ich euch nicht zeigen, das hier. Mit diesem Stream anzufangen. Das war die Fallstudie MM. Genau genommen die hier. Und wie es die Fallstudie so möchte. Habe ich es überhaupt verkackt? Habe aber schon angefangen mit den ersten zwei Schritten. Aber, also Anlegen eines Lieferanten und Anlegen eines Materials ist jetzt schon fertig. Machen wir jetzt aber nochmal im Stream. Gemeinschaftlich. Wir sind doch ein Team. Denke ich mir mal, dass wir das schaffen. Ich denke mal, jetzt um diese frühe Uhrzeit wird noch keiner kommen. Aber mich erreichen gerade einige Nachrichten am Handy. Die muss ich jetzt nochmal ganz kurz checken. Solange seht ihr euch jetzt mal das Katzenmeme. Und so. Okay, gut, haben wir das. Dann kann es losgehen. So, Lieferant anlegen, haben wir schon fertig. Was jetzt wichtig ist, wir sind jetzt nicht mehr GBI 60. 62, wie wird es die ganze Zeit fahren? Wir sind jetzt GBI 090. Und meine Fallstudie war so verpackt, dass selbst meine Dozentin nicht mehr wusste, Dozentierende, wie Adrian sagen würde, dass wir das jetzt neu machen müssen. Anlegen eines Lieferanten haben wir. Anlegen Material haben wir, glaube ich, auch. Also mal jetzt hier beim Material ändern. Wir gehen jetzt unter Logistik. Ich habe das schon wieder ganz vergessen. Materialwirtschaft. Material. Stamm. Material. Anlegen speziell. Handelsware. Hier passt was nicht ganz aufs Bild. So. Oh, ihr seht das ja gar nicht. Ich vergesse euch richtig hinzuschalten. Oh Gott. Ihr habt alles verpasst. Alles verpasst. Können wir das nicht irgendwie so da dran ziehen? Okay. Was ist jetzt hier los? Der Twitcher da dran. Boah. Wie los? Hat er gut hingekriegt. So, Material geben wir 090. Okay. Mich wundert, dass er das jetzt nicht gefunden hat. Vielleicht sollten wir es nochmal neu anlegen. Wartet mal, ich guck mal schnell, was ich mir hier aufgeschrieben habe. Eigentlich? Was sagt er mir denn jetzt, wenn ich... Was
Dann würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal nochmal komplett neues Material. Was auch immer hier kaputt ist. Also Logistik, Materialstamm, Material anlegen speziell. Handelsware, so. Hä, hey, waren wir da gerade? Jetzt hier K1090. CHLK1. CHLK1090. So. Als Branche wählen wir Handel. Drücken Sie dann grünen Haken. Ich will das nicht als Vorlagenmaterial. Warum macht er das alleine? Das ist. Oh, das triggert mich schon wieder richtig. So, hier sollen wir Grunddaten 1 wählen. Verkaufsdaten 1, Verkaufsdaten 2. Vertrieb, allgemeine Werksdaten. So, Dispo sind es die ersten 3. Allgemeine Werksdaten, Lagerung 1 und Buchhaltung. Drücken Sie dann grünen Haken. Im nun erscheinenden Fenster tragen Sie bei Werk MI00 für Miami als Lagerort TG00 und Verkaufsorganisation UE00 und Vertriebsweg ist WH, was auch immer, ach Großhandel. Vergleichen Sie Ihre Eingaben mit folgendem Screenshot. Sieht gut aus. Und klicken Sie auf den grünen Haken. Basismengeneinheit und wie. In der Ansicht Grunddaten 1 geben Sie Kettenschluss als Beschreibung das Textfeld Materialnummer ein. Kettenschluss. Hier EA und Warengruppe UTIL. Aha. Und als Sparte AS. Accessories. Okay. Geben Sie sowohl Bruttogewicht als auch Nettogewicht in 65 Unzen an. Weiß man ja. Jedes Kettenschloss wiegt 65 Unzen. So. Klicken Sie nun auf Zusatzdaten. Und tragen Sie der zweiten Zeile EN als Sprache ein. EN Chain Lock. Geil. Kehren Sie nun. Ach, die Kirche nervt. So, die bimmelt nämlich gerade hinter mir. Mit wem rede ich eigentlich? Ich mache hier Selbstgespräche, das ist richtig weird. So. Klären Sie mit einem Klick auf Hauptdaten zu Hauptdaten zurück. Geil. Drücken Sie anschließend Enter. In der Registerkarte Vertrieb Verkauf 1 nutzen Sie die F4-Hilfe im Feld Auslieferungswerk. Um das Werk Miami. Ich hätte das auch hinschreiben können. Zu wählen in der Feldgruppe Steuerdaten. Wählen Sie die linke Spalte neben Steuerklassifikationsspalte.
wir müssen steuerfrei für alle drei Kategorien wählen. Kann man sich größer ziehen? Also man hat hier unten so viel Platz, aber das muss so klein sein. So, in der Register nutzen Sie F4 aus Lieferungswerk. Der Feldgruppe Steuerdaten wählen Sie die linke Spalte im Steuerklassifikation und tragen Sie 0 ein für alle drei. Drücken Sie anschließend auf Konditionen. Konditionen ist ja erstmal sehr interessant. Was machen wir jetzt Konditionen? Ich muss irgendwas im Chat schreiben. Ich brauche irgendwelche Emotes, die da oben sind. Ja, das passt. Fliptable passt immer. So. Wenn keiner mit mir chatten will, chatte ich mit mir selber. Kennt man ja. Okay. So, geben Sie im folgenden Bild als Staffelmenge 1 ein. Betrag 69. USD. Okay. Wählen Sie in der Sicht Vertrieb Verkoordination 2 für Statistikmaterial. Eins. Drücken Sie dann Enter. Im Vertrieb Alkwerk wählen Sie im Feld Verfügbarkeitsprüfen. In der Sicht Vertrieb allgemein Werk wählen Sie in der Sicht im Feld Verfügbarkeit prüfen 02. Gibt's das überhaupt? Da, 02. Nutzen Sie F4-Hilfe für die Transportgruppe. Auf Paletten. Und für Ladegruppe 002 Hubwagen. Drücken Sie dann Enter, um in den Reiter Einkauf zu gelangen. Geil. Im Reiter Einkauf geben Sie. Ich bin aber nicht auf Reiter Einkauf gekommen. Ich möchte erstmal Einkauf machen. Dispo-Merkmal. Warte mal, ich muss das aufschreiben. Reiter Einkauf. Oh, die Katze motzt. Wartet mal kurz. Und damit wird es wieder mal Zeit für eine Katzencam. Also ich habe nur das Katzenmeme, aber eine Katzencam wäre auch toll. So. Als Dispo-Merkmal PD. PD. Police Department. Oder bei Disponent 0, 0. 0. Bei Dispo Solosgröße Dispo, ich kann das Wort nie aussprechen. Ich will es auch gar nicht aussprechen können. Hey, warum? Ja, toll. Das wollte ich die ganze Zeit ausfüllen. Okay, also haben wir das Dispo-Zeug jetzt schon fertig. Im Reiter Einkauf geben Sie N00 als Einkäufergruppe an.
zu Disposition 1 haben wir schon gemacht, also können wir gleich zu Disposition 2 springen. Planlieferzeit 6 Tage. Planlieferzeit 6 Tage, okay. Und wählen Sie Horizontschlüssel. So, dann Disposition 3. Der Wert für Verfügbarkeit prüfen. 02. Dann drücken Sie Enter und überspringen Sie die Sicht. Warum kann ich nicht gleich zur Buchhaltung einspringen? Es wird auch viel einfacher. So, drücken Sie nun Speichern, um Ihr Material zu speichern. Geil. Ich schreibe mir das nochmal auf, wie das hieß. So, drücken Sie den gelben Knopf, um das Ding zurückzukommen. So, jetzt gehen wir wieder auf die Handelsware. Logistik, Material, Anlegen speziell, Handelsware. Geben Sie Ihre Materialnummer. THLKL. Ach, fick dich doch. So. So, alle in der Sichtauswahl, man kann sie alle drei Vertriebsschichten. Drücken Sie den grünen Haken. Im Fenster Organisationsebene tragen Sie auf der linken Seite SD00. Sie schreibt die Sätze so richtig behindert. UW00 als Vertriebsweg? Ja, dann. Nein! Was? Und UW00 als Verkaufsorganisation, WH als Vertriebsweg, Vertriebszentrum. Ändern Sie das Auslieferungswerk von Miami auf SD. Ändern Sie das Auslieferungswerk auf SD. Drücken Sie auf Konditionen. Geben Sie eine Staffelmenge von 1 ein. Und einen Betrag von 65. Drücken Sie dann auf den grünen Knopf und drücken Sie auf Speichern. Yeah! Drücken Sie anschließend Gelbe-Taste nach oben, um in das SAP Easy Access Menü zu gelangen. Mir fällt gerade erstmal auf, dass das Easy Access Menü heißt. Easy Access. Easy Access. Was hat das mit Easy und was hat das mit Access zu tun? Das hat gar nichts damit zu tun. Das ist weder easy noch ist das Access. Haben wir danach eigentlich noch Fallstudien?
Mal kurz, können wir ja kurz mal zusammen gucken. Ich glaube, CO haben wir gemacht. Und dann noch HCM. Was ist HCM? Nur mal kurz interessenmäßig. Mal kurz gucken. Das sind auch wieder zwei. Alles klar. Human Capital Management. Das sind bestimmt Gehälter und so ein Kram. Minus Gehälter für alle. Jeder bezahlt für mich. So. Gut. Lassen Sie sich die aktuellen Bedarfsbestandslisten anzeigen. Ach, mir egal, was da steht. Klicken Sie auf Logistik, Materialwirtschaft. Weil mich triggert das richtig, dass ich das hier zweimal machen muss. Okay, ich war beim ersten Mal zu dumm, aber da war halt auch alles rumgebackt. Und sie hat die Sätze total behindert geschrieben. Ihr seht das ja selber. Ich bilde mir das ja nicht ein. Wartet mal, wir machen mal noch ein Bild von Miami mit in den Chat. Wenn wir so viel von Miami machen, würde ich jetzt wenigstens irgendeine Miami Skyline haben. Oh, Miami ist so eine tolle Stadt. Wartet mal, wir machen. Warte, wir müssen ja mal hier noch Einstellungen. Erweiterte Suche. Frei zur Nutzung und weitergeben. Ja, die Skyline ist gut. So, Bild. Neu. Durchsuchen. Desktop. So, das reicht. So, so ist er perfekt. Oh, tolle Skyline. So, dann tauschen wir das noch. Das ist doch toll. Könnt mir doch nicht sagen, dass das nicht toll ist. Wenn wir so viel mit Miami machen, da kommt auch ein Miami-Ausschnitt hin. So. So ist perfekt. Okay, weiter geht's. Hey, warum steht hier da? In das Feld Material tragen Sie die Nummer ein, bla bla bla, die Nummer Ihres neuen Kettenschlosses. Soll ich jetzt ein neues Kettenschloss erstellen? Oder was? Okay. So, Anlegen eine Bestellanforderung. Das wird jetzt was. Logistik, Materialwirtschaft, Einkauf, Banff. Anlegen. So. Was ist das für ein Design? Das ist Miami im Übrigen darum. Okay, ich habe gerade wieder auf die Erde und den Mond geguckt im Stream. So. Jetzt soll ich den Text eingeben. Vielleicht ohne die Gänsefüßchen.
Positionsübersicht. So, Material ist CH. Ich habe es ja noch ausgewählt. Es ist genauso eine Buchstabenkombi, die ich. Ich. Wo sind wir denn jetzt? 6. Also der 17.9. Bei Werk gehen wir Miami ein. Ist ja heute unser Lieblingswerk. Und als Lagerort TG. 0, 0. T. Ja, den, bestimmt den. Kann ich das nicht eintragen? Warum geht das jetzt? Das ist so ein Punkt, den ich nie verstehe. SAP, man drückt zurück oder geht's auf einmal? Es ist so rotzend dämlich einfach nur. Ui. Die Erde bewegt sich um Miami. Okay. Ich finde es schön, wie das jetzt auf einmal der 23.06. geworden ist. Ich habe den 17.09. ausgewählt. EA liefert wieder. Okay, dann können wir speichern drücken. Ja. Die Bestellanforderungsnummer 001 1234166. Die brauchen wir bestimmt nochmal. So. Logistik. Materialwirtschaft. Jetzt lassen wir uns nämlich hier die ganzen coolen Sachen mal anzeigen, die wir gerade gemacht haben. Cool. Sieht ähnlich ihrem Screenshot an.
gerade meine Adobe-Reader reingezoomt. So. Jetzt sind wir schon bei Schritt 7. Geil. Ich mag dieses Notizfeld, wenn man streamt. Das hat man nämlich nicht, wenn man nicht streamt. Also Stream-Chat ist? Ich bin durch. So, Logistik, Materialwirtschaft, Einkauf. Anfrage, Angebot. Anfrage. Anlegen. An die... Der 1.7. Der 7.1.18. Heute ist der 17.6. ja. Okay, ich muss ja immer noch lesen, das ist richtig toll, ich könnte ja mitlesen. Unter Vorlagenposition geben Sie als Werk Miami ein. Miami. Okay. Ich bin nicht durch. So. Bezug zum Banff machen wir jetzt. BAMF ist Bestellanforderung. Oder schreiben wir uns auf. BAMF ist gleich Bestellanforderung. Das müssen wir uns merken. Das ist wichtig. So. So drücken Sie dann. Geben Sie als Ort Tegel hinein, drücken Sie auf. Das da. Moment. Okay. Ich muss hier oben drauf drücken, um alles auszuwählen. Weil das hier in dieser riesengroßen Liste unmöglich ist, hier vorne das noch auszuwählen. Okay. Drücken Sie dann auf das da. Ich weiß nicht, was das ist. Übernehmen. Sieht für mich irgendwie aus, mehr wie überschreiben. Na gut, ist ja auch überschreiben, ja, aber es ist eher mehr wie so ein Löschen. Oder mal gucken, ob hier alles passt. Achso, sie hat davon keinen Screenshot, natürlich. Von dem wichtigen Zeug macht sie keinen Screenshot. Drücken Sie auf den Hut. Submission. Meine Submission. Kennt ihr meine Submission? RFQ1090.
durch ihre Nummer setzt als Submission ein. Nachdem Sie Ihren Bildschirm mit dem Screenshot unten verglichen haben, drücken Sie auf die Bergkette. Ich soll diese Übersicht gehen, um anschließend das da mit dem hier zu vergleichen. Das ist was ganz anderes. Nee. Anfragen, Art, AN. Es kann sein, dass es das gleiche ist, aber irgendwie auch nicht. Buchungskreis ist. Hier steht noch nicht mal was im Lieferdatum. So, jetzt sollen wir uns die Position erneut anschauen. Kann ich das hier vielleicht sehen? Lieferdatum, aber. Das T fehlt. Ach, da, das ist das T. Okay. Ich soll dieses Zeichen drücken. Ja. Wie sieht das bei mir jetzt aus? Statt sie dann mal sagt, wie das heißt. Nee. Vielleicht das? Hier. Stadt. Hier steht nur Ort. Das ist der größte Rotz, den ich jemals gesehen habe. Vielleicht ist es das. Weil wir sind schon fast in der Hälfte. Ich glaube, ich soll jetzt einfach.
Jetzt muss ich das noch zweimal machen. Dreimal. Suchbegriff 99. Gibt es hier einen Dallas? Ja, vor allem, was sind die letzten beiden Schritte? Ach, Mensch, warum macht sie denn so einen Blödsinn? Finde ich jetzt hier Dallas Bike Basics hier, ja. Grüner Haken. Ja. Okay. Jetzt noch vielleicht. Funktioniert das jetzt auch hier für Spygear? Weil, fand mich verwirrt. Im letzten Schritt haben sie gesagt, gibt die Stadt Linken ein. Ja, toll. Die gibt es hier nicht. Keine Ahnung, ob das jetzt hier richtig war oder ob das jetzt falsch war. Ah ja. Weiter geht's. Musste gerade noch eine wichtige Nachricht lesen. Ich meine, es interessiert eh keinen. Aber, also eh keiner zuschaut. Jetzt, hier steht er! Pass auf, zieht euch das rein! Zieht euch das rein! Das denkt doch kein normaler Mensch dran. Hier steht, bleiben Sie in dieser Ansicht und wiederholen Sie die letzten zwei Schritte. Und dieser Anfang, das ist für mich ein Jump-Befehl. Gehen Sie zwei zurück, machen Sie das zweimal und geben Sie dafür das ein. Und jetzt erklärt sie das. Sie mich verarschen? Ist ja ein bisschen, ist ein bisschen dumm? Was ist das? Das ist doch. Nee. Das ist doch okay. Das kann doch nicht die Möglichkeit sein. Ey. Kotzt mich an. Mach den Scheiß jetzt schon wieder eine Dreiviertelstunde. Schritt 8. Was hat sie angesetzt für die ganze Fallstudie? 140 Minuten. Na gut. Das letzte hier ist ja 140 Minuten. Ich bin gerade so dumm. 140 minus 75 sind 65 Minuten. Also haben wir noch 20 Minuten. Schritt 8. Schritt 8. Gehen Sie auf Logistik, Materialwirtschaft, Einkauf, Anfrage, Angebot, Angebot, Pflege. Ja. Nutzen Sie Vierhilfe im Feld Anfrage, um die Anfragennummer Ihres Midwest Supply Lieferer im Reiter Einkaufsbelege zum Lieferanten.
Müssen Sie zunächst Ihren Lieferanten Midwest finden und auswählen. So. Nutzen Sie, ich verstehe den Absatz schon wieder nicht. Benutzen Sie die Vierhilfe im Feld Anfrage, um die Anfragennummer Ihres Midwest-Supply-Lieferanten zu finden. Im Reiter Einkaufsbelege zum Lieferanten müssen Sie zunächst Ihren Lieferanten Midwest-Supply finden. Ich glaube, das haben wir jetzt gemacht. Nutzen Sie dafür das Lieferantenfeld Vierhilfe erneut. Starten Sie die Suche, nachdem Sie das Land US und den Suchbegriff Ihrer Dreistellung eingeben. Ich glaube, das habe ich gemacht. Wählen Sie Ihren neuen Lieferanten mittels Doppelklick aus, da Ihre Lieferantennummer eingetragen wurde. Drücken Sie Enter, Anfragennummer zu finden. Keine Ahnung, ob das jetzt hier die richtige Nummer ist. Ist denn den Haken? Du Preis 34 US-Dollar. Wie steht denn das für US-Dollar? Korall. Es triggert mich schon wieder richtig. Wir müssen auf das chinesische und amerikanische Geld klicken, um uns die Kondition anzeigen zu lassen. Heute in 3 Monaten. Also, wieder der 17.9. Mich verwirrt erstmal, dass hier die 6 hinten steht, das ist amerikanisch. So, sieht das dann so aus wie bei ihr? Position 10. Ich finde es auch schon lustig, wieder wie bei ihr. Kettenschloss steht bei mir. Chain Lock. Ich weiß nicht, warum das bei mir auf Englisch steht, aber eigentlich. Was? Warum geht das? Wieso kann man das schieben? Bududududu. Ne, wo ist es denn hin? Da ist es. Wo ist es denn? Hä? Weil das hat noch nicht mal eine Funktion. Ich kann es nicht mehr wegschieben. Kann ich das schieben? Nee. Das ist ja mal richtig geil.
Okay, gut. So, jetzt muss ich den ganzen Scheiß nochmal machen. Suchbegriff. Kommt jetzt hier danach. Nee. Was? Da, wo man denkt, wo es kommen könnte, macht sie danach keine Erklärung. Was hat man hier ausgewählt? Ihr schreibt es auch nicht. Sich Einkaufsbelege. Steht hier gar nicht. Pflegen. So, ich glaube dann hier F4. Suchbegriff 090. Und hier All my exes live in Texas. Ich muss da irgendwie mal dran denken an das Lied. So. Ja, bestimmt. Kosten die? So. Da haben wir den Scheiß. Mal gucken, ich gucke jetzt 33.000 Mal, ob ich alles richtig ist. Weil wenn ich jetzt hier wieder was verbocke, dann kann ich die ganze Fallstudie normal machen. Okay, machen wir das jetzt nochmal. 4 4 090 und Spy Gear. Was? Habe ich vorhin kein Spy Gear ausgewählt? Kein. Och, was ist denn das nur? Es kotzt mich an. Warum gibt es jetzt hier auf einmal keine Einkaufsbelege dazu? Ich kann jetzt so mit dem Schritt davor machen. Oh. Warte, das muss ich mir erstmal kurz hier auf den Zettel schreiben. Ja, was kann denn das jetzt für ein Problem sein? Oh, das macht überhaupt keinen Spaß. Wisst ihr das?
So. Entschuldigung, wenn ich jetzt mal so kurz so ruhig bin, aber... Wenn es ist 73. Triggert mich richtig, so ein Scheiß hier. Brauche ich nie wieder in meinem fucking Leben. Einfach nur durchklicken, Lebenszeit verschwenden. Andere Menschen würden sich über einen Tag Lebenszeit freuen. Wir müssen hier so einen Kram machen. Vor allem, der ganze Spaß in der Sache ist, wir können ja Sachen anlegen, wie wir wollen, aber wir können nichts löschen. Das heißt, wenn man hier einen fehlerhaften Datensatz anlegt, kriegt man den nicht wieder weg. Es gibt einfach niemanden, der Rechte hat, hier einen Datensatz zu löschen. Ich habe mit ihr darüber gequatscht letztens und was zur Hölle ist das? Wenn ich was mache, dann muss ich es auch rückgängig machen dürfen. So. Logistik, Materialwirtschaft, Einkauf. Anfrage, Angebot.
Anfrage, Angebot. Also, Angebot. Preisspiegel. Ja, F. So, 99. Und wie hat das Cash vom vor zwei, na gut, von vor einer Woche, casht er das einfach noch? What the fuck? Der blaue Planet ist ins Wasser gefallen. So, ja, das sehe ich. Geben Sie Einkaufsorganisation US00 an und submischen meine Nummer. Das habe ich. Selektieren Sie Mittelwertangebot und Effektivpreis ermitteln. Drücken Sie dann auf die Glocke, um Preisvergleich durchzuführen. Geil. Find's lustig, wie ich jetzt hier einfach einen hab, der keinen Preis hat. Einfach gratis. Aber ich kriege ihn ja nicht gelöscht. Ich werde ihn auch nicht wiederfinden. Das ist es halt. Wir könnten. Theo. Was? Will jetzt hier aber. Nein. Mal sehe ich da, wer das wenigstens liefern tut? Nee. Spygear. Ja, das Spygear. Na gut, ich will jetzt auch nicht Spygear zweimal drin haben, weil das die Statistik jetzt hier verfälscht, mein Mittelpreis. Legen Sie Lieferanten, mit dem Sie ins Geschäft kommen wollen, das niedrigste Angebot fest, indem Sie das andere beiden ablehnen. Klicken Sie dazu doppelt auf die Angebotsnummer mit. Was ist denn jetzt das kleinste D? 32. Hey, wieso kostet jetzt? Hä? Die lehnen einfach auch mal ab. Wenn die uns keinen Preis geben, dann wollen wir das nicht. Und man legt den fest, den man haben will, den man alle anderen ablehnt. Das bedeutet doch jetzt unterm Strich, angenommen, ich habe jetzt einen Quietsche-Entchen-Lieferanten. Ja, der mir Quietsche-Entchen liefert. Da gibt es bestimmt eine Trillion Firmen, die Quietsche-Entchen bauen. Und ich will jetzt von Shenzhen Limited Incorporation ein Quietsche-Entchen haben. Da muss ich die eine Trillion anderen Lieferanten, also die eine Trillion anderen Briefkastenfirmen, die diese Firma hat, ablehnen, um das eine anzunehmen.
bisschen wird, oder? Ich würde jetzt auch hier mal draufklicken. Geht wohl nicht. Okay. Da kommt wieder so ein tolles Diagramm. Aua, Logistik. Materialwirtschaft. Einkauf. Bestellung. Anlegen. Lieferantenwerk bekannt. Wenn Sie auf der linken Seite Ihres Bildschirms keine Navigation sehen, drücken Sie auf Belegübersicht ein. Schön. Als Selektionsvarianten wählen Sie Anfragen im folgenden Screenshot dargestellt. Wartet mal kurz, meine Katze legt sich gerade mit einer Biene an. Katzen sind wichtiger. So, alles wieder gut. Die Katze lebt noch. So. Weiter geht's. Hä, warum muss ich hier im Materialfeld F4 nutzen, um mein... Für Zoll, dass es noch eine 91 gibt. Das heißt, jemand war genauso dumm wie ich. Oh, die hat... Ah. Okay. Das ist so. Material zum... Wie gibt es nicht Material zum Materialart? Typ gibt's. Aber das ist es nicht. Ah, die schreibt hier zum hin und das heißt zur. Das ist ein komplett anderes Wort.
Wo muss jetzt das Sternchen hin? Kettenschloss. Ich hab ein Meer. Lieferantenname? Auf der rechten Seite schreibt sie. Ich gucke die ganze Zeit hier. Wo ist da irgendwas, was so aussieht, wie sie sucht? Da ist es da. Da. Wählen Sie aus der rechten Spalte für Material aus. Ja, okay. Ich weiß nicht, was ich hier mache. Okay, das passt.
17 plus. Ich bin gerade zu dumm, 17 plus 7 in dem Kopf zu rechnen. Was ist hier los? Fein, sie sagt, wir sollten die Lieferdatum auf eine Woche nach dem Ding stellen. Aber ist es auch der 31.8. bei beiden? Ach, hier vorne das Lieferdatum. Aber das wäre auch das gleiche. Das hier oben ist ein Systemmenü. Ein Systemmenü. Okay. Vier. Ups. Vier, fünf. Wie viele Nullen sind das? Eins, eine, sechs. Das sollte ich auch haben. Cool, ich sitze schon eine Stunde 19 dran. Unklar ist mir das unklar. Jetzt gehen wir auf Logistik, Materialwirtschaft, Einkauf, Bestellung, Anzeigen. Cool. Und fehlt Hälfte. Ja, mit Drucker funktioniert nicht richtig. Nein, euer Programm funktioniert nicht richtig. Na. Jetzt muss ich den Wareneingang noch buchen. Was? Ist so pissig. Oh. Und vor allem, es ist Sonntag. Es ist so ein schöner Sonntag. Wir müssen den Scheiß hier machen. Was steht denn hier eigentlich? Cool. Nachtmodus. I. I. Okay. Logistik. Materialwirtschaft. Bestandsführung. Warenbewegung. Wareneingang. Zur Bestellung. Wochenende zur Bestellung. Migo. Migo stelle ich mir irgendwie was anderes vor. Was ist ein Migo? Migo. When I make it do magic, I fuck the thought and she straight out of magic. You work with the fit, boy, I hear all this. Okay, lass mir das. Das ist also ein Migo. Oder das ist ein Migo.
In jedem von uns steckt ein bisschen Migo. Okay, wir machen den Slow Shad jetzt an. Kann ich endlich, wenn ich alleine bin, kann man hier über aktuelle Raids anzeigen? Oh Gott. Jetzt habe ich den Chat kaputt gemacht. Was ist das? Ich bin auf meinen Kanal. Ah, der streamt hier. So. Ich hätte gern. Hä? was? Soll ich das Pop-out-Fensterfeld in ein Pop-out-Fensterfeld gemacht, um es zu pop-outen? Jetzt meine Notizen weg. Fuck off. Okay. So, vergewissern Sie sich, dass Wareneingang und Bestellung die Dropdown-Menüs ausgewählt sind. So. Die sollten jetzt zwei Zeilen mit 100 Stück sehen. Falls ihr das Okay. Aber ich hatte jetzt so eins da stehen, gell? Logistik, Materialwirtschaft, Bestandsführung, Umfeld. Bestand. Bestandsübersicht. Geben Sie beim Material die Nummer ein. Werk Miami. Miami. Miami ist eine schöne Stadt. Anzeigeversion steht schon die 1. Drücken Sie dann auf die Uhr. Cool. Der Spalte frei verwendbar wird die momentane Bestand angezeigt.
Ich kann hier keine Zeilen auswählen. Und jetzt sage ich hier. Too much. Wie Sie sehen, sind 100 Stück zur freien Verwendung im Lager und weitere 100 im Bestellbestand. Cool. Drücken Sie auf den grünen Haken. Drücken Sie gelben Knopf, um das SAP Easy Access Menü zu gelangen. Schrittweise, wie viele Schritte sind es insgesamt? Warum sind das fucking 20 Schreien und so? Was? Warum hört das nicht auf? Es soll aufhören. Papa macht, dass es aufhört. Die Fallstudie MMM ist definitiv viel zu lang. Die ist viel zu lang. Ich habe keinen Nerv mehr. Ja. Ich habe kein Saldo mehr, aber wir bezahlen. Wählen Sie X jetzt Umsatzsteuerkennzeichen, aber XO ist Umsatzsteuer. Was soll das? Ich habe keine Ahnung von Wirtschaft. Was heißt das? Rechnung 00504-090. Gehen Sie nur auf den grünen Haken. Geben Sie nun in der Mitte das Bild. Ich weiß immer nicht, was passiert, nachdem man auf den Haken gedrückt hat. Jetzt passiert etwas anderes. Es ist weird. Geben Sie nun in der Mitte des Bildes den Betreuer. Ich hab doch keine Ahnung. Weiß ich, was meine Bestellnummer ist? Das ist ja schon wieder richtig geil. Ich glaube, das Problem hatte ich schon mal. Geil. Was mache ich denn jetzt? Ich kann jetzt auch nicht den Stream zurückspulen.
Welche waren jetzt die günstigsten? Wenn wir jetzt immer bei Schritt 14. Wenn wir mal aufschreiben, dass wir an der richtigen Stelle weitermachen. Ich scroll mal schnell hoch, wer der günstigste war. Havana, oh na na. My heart is in Havana, oh na na. Mit West Supply. Keine Varianten anlegen. Kann ich den Stream zurückspulen? Nö. Das ist ja schon wieder richtig nice. Ey, es pisst an. Was machen wir denn jetzt? Ich find's lustig, es wird immer mehr. Mehr. Die Erde bewegt sich jetzt noch im Stream. Bui. Ui. Okay, das ist irgendwie lustig. Das macht mir Spaß. Okay. Lassen wir das. Aber es muss doch irgendwie die Möglichkeit geben, in diesem Fenster meine Nummer rauszukriegen. Es kann ja nicht angehen, dass es diese. Geben Sie nun in der Mitte des Bildes. Wir können jetzt was anderes probieren. Ich habe keine Ahnung, ob es geht. Ich will jetzt auch nicht. Ich kann ja auch nicht immer neu. Ich würde hier gerne neue Tabs öffnen, aber geht ja auch nicht. So, warte mal. Materialwirtschaft, Einkauf, Bestellung, Anzeigen.
Es muss doch irgend. Das ist da oben meine Bestellnummer? Oh, die schreibe ich mir mal auf. Die trage ich jetzt einfach da ein. 0000030. So. Jetzt machen wir Schritt 14 nochmal. Die Nummer kann sogar hinkommen. Okay, das freut mich ein bisschen tatsächlich. Logistik, Materialwirtschaft. Aber warum man immer so tricksen muss, Logistik, Rechnungsprüfung, Belegerfassung. So, das war heute. Betrag sind 3.200 Geld. XI. So, in das Feld Juristik-Code. Das kann ja nur hier irgendwo sein. Da. Schön V. Ein. Korrektur-KZ. Ein Korrektur-KZ? Ist das nicht ein bisschen rassistisch? Ich finde. Wenn ich das so mache. Was? Was ist hier los? Es bebt. Die Erde bebt. Was passiert da bei SAP, wenn man das skaliert? Hallo? Ich kann hier nichts mehr auswählen. Okay, jetzt geht's wieder. Das, was man voll wird, sieht keiner am Chat. Dann können wir ja. Oh. Ach, einfach weg, das müsst ihr eh nicht sehen. Ja, dann schieben wir die dahin. Und das können wir größer machen. So. Okay. Selektieren Sie Ihre Zeile, die Checkbox-Buchung, okay? Die war hier vorne. Drücken Sie dann auf Simulieren.
prüfen, ob Ihre Buchung korrekt ist. Anschließend drücken Sie auf Buchen. Ich weiß nicht, was okay ist. Was, das ist ein Fenster. Das habe ich jetzt gar nicht gerallt. So. Ich heb jetzt hier alles auf. So. Klicken Sie auf Logistik, Materialwirtschaft, Einkauf, Bestellung, Anzeigen. Wenn die Position nicht angezeigt werde, klicken Sie. Ah ja. Sehen Sie sich im Reiter Bestellentwicklung? Die Aktivität an, die mit Bezug auf Bestellung ausgeführt. Im Reiter Beleginfo drücken Sie auf Rewe Belege. Cool. Im Reiter Bestellentwicklung klicken Sie auf die Belegnummer Ihres Lieferanten. Ich habe auf die falsche Nummer gedrückt. Ach nee, da oben, Folgebelege. Wir sehen nun. Interessant. Das interessiert mich sowas von nicht. Ey, könnte man nicht im Unterricht lieber noch einen Kurs haben, der nur heißt C-Sharp oder rein Android-Development-Kurs, aber nein, wir müssen ERP lernen, was ich nie wieder brauche. Das ist der größte Bullshit. Ja, cool, wir haben unseren Lieferanten noch nicht bezahlt. Ja, toll. Ist langsam fällig, steht hier. Dann sorgen wir mal dafür, dass er sein Geld kriegt. Vor allem, ich überlege die ganze Zeit, gibt es da ein automatisiertes Banksystem, was danach versucht, im Nachhinein, also die dann das Geld bucht? Weil die Sache ist jetzt die. Ich mache das jetzt hier, GPI buchen und bla bla bla. Aber das ist dann auch automatisch weitergeleitet. Irgendwie kommt man so vor, als ob das dann in irgendeine Datenbank eingetragen wird. Hab ich. Und dann, ja. WE zur Bestellung. Migo. Schon wieder die Migo-Band. Zum Glück haben wir uns jetzt aufgeschrieben. Vor allem, der stand vorhin auch nicht da, dass wir die Bestelldaten, also die Bestellnummer, dass wir uns sie merken müssen. Aber okay. So, das soll mal anhaken. Trading Goods, ja. Drücken Sie abschließend auf Buchen. Oder speichern. War das ein Leerzeichen am Ende? Egal. So.
Wieso? Das hört nie auf. Für alle, die noch keine Fallstudie gemacht haben. Wart ihr schon mal so der. Musste ihr schon mal was machen und habt kein Ende gesehen? Das ist zu fürchterlich. Das ist einfach so. Und vor allem, dann. Ey, wenn ich das ein drittes Mal machen muss. Ey. Das würde ich nicht überleben. Wenn ich das beruflich machen müsste. Ohne Witz. Buchung, okay. Simulieren. Oh, Steuerkennzeichen vergessen. Drücken Sie buchen. So einfach geht zu sehen, das ist. Snipping Tool kann ruhig mit bei den Development Tools. Ich hab sowas von keine Lust mehr. Das zum frühen Morgen. In der Feldgruppe Bankdaten. Geben Sie als Konto 1 0 0 0 0 0. Ist das jetzt richtig? Ich bin zufall zum 19. So. Den Betrag 6 4 0 0 und Text. Das ist lustig bei ihr. Sind hier noch solche Gänsefüßchen dran? Keine Ahnung, wo die anfangen, aber die hören da jedenfalls auf. In der Feldgruppe Auswahl offene Posten geben Sie bei Kontonummer Ihres Lieferanten ein.
Keine Ahnung, ob das die richtige Kontonummer ist, aber hoffentlich. Immer schön Screenshot speichern. So. Wenn ich gesagt, dass ich zurück. Ach doch, ich darf zurück. Okay, gut. Ja. Rechnungswesen, Finanzwesen, Kreditoren. Ich will Kirby spielen. Ich habe mir nämlich Kirby gekauft. Wisst ihr das Internet? Wisst ihr das? Wisst ihr das? Wisst ihr das? Ist überhaupt jemand im Chat mittlerweile? Nö. Ich rede irgendwann noch mit mir alleine. Dahin. Die Nummer wird hoffentlich stimmen. Cool. Logistik, Materialwirtschaft, Einkauf, Bestellung, Anzeigen. Ja. Okay, sehen Sie in breiter Bestandsentwicklung die Aktivitäten an. Cool. Klicken Sie auf Materialnummer des zweiten Wareneingangs. Reiter Beleginfo. Drücken Sie nun auf RWE-Belege. Von was Rewe jetzt ist RWE. Ist auch egal. Ich nenne das immer anders. Mir ist das auch piss egal mittlerweile. Zweimal da drauf. Wählen Sie nun Folgebelege. Ich weiß halt nicht, ob das jetzt auch zählt, aber ich weiß nicht, wo Folgebelege sind. Das wird schon passen. So, jetzt gehen wir nochmal aufs letzte Rechnungswesen. Ich hoffe, es ist das letzte. Es ist 21. Finanzwesen. Hauptbuch. Konto. Seitenanzeigen neu. In der Kontonummer. Das ein. Es gibt keine Rechtsklick einfügen Option. Was ist? Ich habe mich gerade mal zurückgelehnt und. No, dann klicken wir auf die Uhr. Ah ja, Beträge weichen möglicherweise ab. Soll und haben, klicken Sie doppelt auf die Zeile des aktuellen Monats. Wie viele Leute hier gebucht haben. Ich find's lustig. Irgendwie arbeitet daran gar keiner. Und am Ende machen sie es falsch. Weil das hier ist das, was ich das letzte Mal gemacht habe. Und dann einfach das letzte Mal keiner was eingetragen. Was ist denn das? Das ist weird.
Uhrzeit drauf. Was sagt die Uhr eigentlich? Die Uhr heißt ausblenden, okay. Der Haken heißt weiter. Ah ja. Zum Glück ist da nicht gerade meine rot. Ich hatte gerade schon ein bisschen. Gut. Für alle, die jetzt aufgepasst haben, die können sich jetzt der Herausforderung widmen. Und zwar habt ihr jetzt die einmalige Möglichkeit, kein Geld zu gewinnen. Ihr könnt jetzt die MM-Herausforderung angehen. Sie müssen verstehen, auswendig des Prozesses der Materialwirtschaft machen, haben 75 Minuten dafür Zeit. Die Motivation liegt darin, nachdem Sie die Fallstudie Materialwirtschaft nun erfolgreich beendet haben, sollten Sie in der Lage sein, folgende Aufgabe eigenständig zu lösen. Nun, der Preis des Materials, das Sie in der Fallstudie angelegt haben, ist gesunken und beträgt 50 USD. Aufgrund Ihrer Anfrage von 300 Stück gibt mit West Supply ein Angebot von 26 USD ab und Dallas Bikes von 25,50. Nehmen Sie das neue beste Angebot an und bestellen Sie. Anschließend bezahlen Sie die Lieferung nicht. Bezahlen Sie die Lieferung nicht, nein. Da diese Aufgabe an die Materialwirtschaftsstudie angelehnt ist, können Sie diese als Hilfestellung nutzen. Es wird jedoch empfohlen, diese fortführende Aufgabe ohne Hilfe zu bewerkstelligen, um so Ihr erworbenes Wissen auf die Probe zu stellen. Nö, mache ich nicht. Mache ich aus. Gehe ich zurück. Ja, abmelden. Und dann gucke ich mir das im Master-Cyber-Stream an. Kennt ihr den Master Cyper schon? Der Master Cyper streamt wie kein anderer je zuvor. Das ist so ein toller Mann. Ich finde es auch interessant, wie ist so ohne Zeitverzögerung da ist. Da höre ich ja gleich meine echte Stimme ohne Pause. Das ist toll. Dieser Master Cyper hat so eine schöne Stimme. Das ist ja so schön. Ich finde das so toll. Aber das ist fabelhaft. Und diese kleine Erde, aber der Mond klatscht immer im Stream. Das ist eine kleine Erde, der ist immer schlimmer, desto länger ich mir dazu schreie, so lauter wird, desto mehr schlimmer höre ich, desto länger ich mir dazu schreie. Das ist sehr weird. Aber ich bin mal gespannt, was die Zukunft mich so bringen wird mit diesem Stream. Ich werde mich immer größer und erfolgreicher und irgendwann habe ich den besten Stream auf der ganzen Welt. Aber das ist sehr egal. Ich höre jetzt auf für heute mit dem Stream und wir sehen uns morgen wieder. In diesem ich höre jetzt auf. I will feel the dream of it zum nächsten Mal. Zier. I will feel the dream of it zum nächsten Mal. Zier. I will feel the dream of it zum nächsten Mal. Zier. I will feel the dream of it zum nächsten Mal. Zier. I will feel the dream of it zum nächsten Mal. Zier. I will feel the dream of it zum nächsten Mal. Zier. I will feel the dream of it zum nächsten Mal. Zier. I will feel the dream. I will feel the dream.
Sia. 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 Sia.